Ich kann dir jetzt eine wirklich traurige Geschichte erzählen. Es gab eine große Firma, die sehr viel Geld eingenommen hat. Und mir ist aufgefallen an einem Zeitpunkt, dass das in der Umsatzsteuer einige Sachen nicht korrekt gelaufen sind. Und ich habe das dann, ist eine riesige Firma gewesen, und ich habe das dann mit meinem Vorgesetzten, dem Sachgebietsleiter, besprochen. Dann wurde mir gesagt, die machen so viel jeden Monat und sonst was, lass das so. Steck da deine Nase nicht rein, sonst geht das zur Steuerverwaltung. So. Das ist Personalpolitik sehr viel, ne? Wie viele Gelder du zur Verfügung kriegst, für wie viel Personal und sonst was. Die haben gesagt, leg dich mit denen erst gar nicht an, mach das Thema gar nicht erst auf. Ach krass, Digga. Okay? Es kam eine Frau, Rentnerin, schon seit sehr vielen Jahren, und hätte aber ihre Rente besteuern müssen, also versteuern müssen. Die Frau wusste das aber nicht, und viele wissen das halt nicht, weil früher wurde die Rente nicht besteuert. Ist ja erst, wie gesagt, diese Regelung kam ja später erst dazu, und irgendwann ist sie so durchs System gejagt worden und dann wurde sie geschätzt. Und dann hat sie so eine dicke Nachzahlung bekommen, ne? Dick, was heißt, 1.000, 2.000 oder irgendwie sowas. Lass 3.000 sein, ich weiß es nicht mehr. Aber für eine Rentnerin ein unfassbarer Betrag. Und es war so kurz vor Weihnachten, und dann kam die bei mir ins Büro, und dann hat die geweint. Und hat zu mir gesagt, meine Enkel besuchen mich immer regelmäßig, immer an Weihnachten. Und ich kaufe denen immer so kleine Geschenke und ich backe für die was. Und ich wollte einkaufen gehen und meine Karte funktioniert nicht. Kontofendung. Und das hat mich unfassbar bewegt in dem Moment. So, ne? Das war auch so kurz vor Weihnachten. So, allein aus dem menschlichen Aspekt. Ich feiere keine Weihnachten so. Ne? Aber dieser Mensch wollte was Schönes tun für die Enkel. Und dann bin ich zu meinem Sachgebietsleiter gegangen, mit dem festen Glauben, dass er sagen wird, wir haben ja eh bei uns, nennt sich das so Weihnachtsfrieden, in diesem Zeitraum verschicken wir keine Bescheide. So ab Weihnachten bis Neujahr verschicken wir keine Bescheide. Und das war kurz davor, und ich war mir sicher, dass irgendeine Lösung gefunden wird. Der hat zu mir gesagt, nö, ist dann halt so. Ich habe gesagt, wie? Er sagt, ja, ist dann, kann man nichts machen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich es so mache, dann hat er gesagt, ja gut, mal, es ist so, lassen Sie es einfach so. Hätte sie abgeben müssen, hätte sie vorher mitrechnen müssen. Der gleiche Mensch, der bei 200.000-300.000 Euro davor gesagt hat, scheiß mal da drauf. Und dann bin ich in mein Büro gegangen, und dann saß die Omi da. Und dann musst du ihr das sagen. Und dann musste ich ihr sagen, es tut mir leid, dein Konto wird nicht aufgemacht, du kannst für deine Enkel nichts kaufen.